Also wir fahren jetzt in den Gemeindewald, den ich betreue. Das ist ein schöner Bereich, weil wir da Laubmischbestände haben, als auch Nadelholzbestände. Ich habe sehr altes Holz, als auch junges Holz auf der Fläche und auch eine kahlgefallene Fläche, die wir jetzt wieder bewalden müssen. Und ja, da sehen wir mal, was wir heute machen können. Ja, was wir hier sehen, ist eine Freifläche, die in den letzten Jahren entstanden ist aufgrund der Borkenkäferkalamität. So war mein Vorgänger an dieser Stelle gezwungen, die Fichten komplett zu ernten. Die Frage, die sich uns als Forstleuten dann natürlich stellt, ist, wie gehen wir mit dieser Fläche um? Wie können wir sie wieder bewalden, um Wald an dieser Stelle wieder zu entwickeln und langfristig zu erhalten? Die Gründe für den Ausfall der Fichte liegen nicht nur in der Massenvermehrung des Borkenkäfers, sondern ganz klar auch im Klimawandel. Also die Hitze, die zunimmt, der Temperaturanstieg, der Trockenstress, den die Bäume dadurch erleiden. Niederschlag, der häufig dann aber in Form von Extremwetter, von Starkregen zu uns trifft, verbunden mit Stürmen. Es sind viele Dinge, die die Bäume unter Stress setzen. Und wenn dann noch Schadinsekten kommen, in Form einer Massenvermehrung auch noch, haben die Bäume, die dann eh schon geschwächt sind, dem kaum noch was entgegenzusetzen und sterben dann auch kurzfristig ab. Ja, das hier ist ein Beispiel für natürliche Verjüngung. Ich habe jetzt hier eine kleine Eiche auf der Fläche gefunden und hoffe, dass sie halt in dem Zaun, geschützt vor Wildverbiss, dann hier auch gute Bedingungen auffindet, um groß zu werden. Die Eiche ist eine Baumart, auf die wir sehr große Hoffnung setzen im Klimawandel, weil sie tatsächlich eine Baumart ist, die mit Wärme und Trockenheit zurechtkommt. Und insofern, da wo man seine Eichen findet, muss man sie gut im Blick behalten und regelmäßig dafür sorgen, dass sie genügend Licht hat zum Aufwachsen. Ich bin halt so, dass ich beim Fahren eigentlich schon immer meinen Wald beobachte, mir die Kronen anschaue, den Wegezustand anschaue, also eigentlich immer sehr wach bin, Eindrücke sammle und dann eigentlich schon versuche, planerisch ein bisschen umzusetzen, dass ich schaue, was ist hier nötig, was braucht dieser Waldort, was ist hier zu tun, ist eigentlich das, was bei mir im Kopf mitläuft. Eine unserer Hauptaufgaben als Förster und Försterin ist das Auszeichnen der Waldbäume. Wir suchen die Waldorte auf und markieren die Bäume, insbesondere die, die wir für zukunftsfähig halten. Also derjenige Baum, der jetzt schon sehr gesund ist, eine gute Qualität aufweist, aber noch nicht stark genug ist, um ihn zu ernten, den würde ich markieren als Z-Baum, als Zukunftsbaum. Und versuche in einem Zug für ihn etwas Gutes zu tun. Dass ich schaue, wird er vielleicht von einem anderen Baum bedrängt, der ihm Wuchsraum nimmt, der ihm Licht nimmt. Oder gibt es noch andere Aspekte auf der Fläche, die ich berücksichtigen möchte. Und dann treffe ich die Entscheidung für einen Entnahmebaum zugunsten des Zukunftsbaumes. Meine Arbeit finde ich schön, dass ich sowohl wirtschaftlich arbeiten darf, als auch ökologisch, weil ich natürlich einen Rohstoff ernte, verkaufe, aber auch sehr wohl Naturschutz auf der Fläche betreibe, indem ich Einzelbäume oder Gruppen schütze, die an Ort und Stelle verrotten dürfen, zerfallen dürfen, ohne verkauft zu werden. Und ich finde schön, dass wir diese vielfältigen Möglichkeiten haben, weil mit dem Geld, was man generiert, kann man ja auch wieder tolle Projekte umsetzen. Und derjenige, der Geld mit dem Holz verdient, der hat ja auch Pflichten. Es ist zum Beispiel Verkehrssicherungen vorzunehmen, es werden Pflanzungen durchgeführt, um die Wiederbewaldung voranzutreiben, wo dann natürlich das Geld wieder reinfließen kann, also in den Wald zurückfließen soll, dafür, dass wir halt ein gesundes Ökosystem erhalten mit diesen vielfältigen Funktionen. Schön ist auch, dass das Holz CO2 bindet und somit auch ein klimaschützender Rohstoff ist, dass er nachwächst vor der Haustür
und hat somit viele, viele tolle Eigenschaften, die unverzichtbar für uns sind. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir als Menschen, die sich im Wald bewegen, den Wald nutzen wollen, vielleicht stärker die Dinge sehen, die uns verbinden und nicht so sehr das, was uns trennt. Also einfach ein bisschen nachdenken und das Miteinander ein wenig pflegen, weil letztlich sollte uns halt das Gemeinsame da stark machen und nicht so sehr die Trennung zwischen den verschiedenen Interessenlagen.